to shine. A time to shine. Die Nature One 2013 live auf Sunshine Live. Nature One. Sunshine Life live von der Nature One 2013. Wir sind jetzt hier im Medienzelt bei unserem Sunshine Live Stand und ich habe den Opener der Mainstage des Open Air Floors, habe ich jetzt auch direkt bei mir. Jerome, hallöchen. Hallo Falk. Jetzt sagt der eine oder andere vielleicht, wer ist denn Jerome, bitteschön. Jerome ist der Mann, der letztes Jahr hier schon die Hymne gemacht hat zur Nature One und dieses Jahr auch wieder. Genau. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Wo kommst du denn her? Ich komme gebürtig und lebe auch in Hamburg. Und, in Hamburg ja jung, ja? Ja, Hamburger Jung. Da ist auch Kontor zu Hause und da bin ich auch unter Vertrag. Und insofern. Ja. So ist dann wahrscheinlich auch der Kontakt zu Nature One gekommen. Richtig, die Compilation kommt ja über die über Kontor Records. Und ja, letztes Jahr hatte Emotion quasi meine Stars gehört, meine erste Single. Und die fanden die irgendwie ganz klasse und haben gesagt, okay, wir suchen gerade einen neuen Produzenten für die Hymne und ja, wollen mal einem jungen Talent die Chance geben und so kam das zustande. Kam gut an und deswegen dieses Jahr auch wieder. Weil du gerade sagst, junges Talent, wie lange bist du denn schon dabei? Mit meinen frischen 20 Jahren, nein, ich bin leider schon 30, aber es ist ja... Ist ich hätte es jetzt abgekauft. Okay, danke. Nee, also ich bin ja als DJ schon seit 11, 12 Jahren dabei, aber professionell sagen wir mal seit 7, 8 so. Und bei Kontor bin ich jetzt seit 4 Jahren unter Vertrag. Und schon immer so, sagen wir mal, progressiv EDM-Style oder... Von bis, also ich glaube, jeder hat irgendwo mal angefangen. Ich habe ganz, ganz früher mit R&B Hip-Hop angefangen, okay. Als es noch ganz, also so 2002, 2003. Als es noch hip war? Als es noch Hip-Hop war. Und genau. Ja, irgendwann zum richtigen, ja, was man jetzt quasi als Oldschool-House bezeichnet, also was damals zu Peak Time war, dahin gekommen und mittlerweile ja schon eher progressiv, EDM, Elektro. Genau. Jetzt warst du das erste Mal hier im Open Air Floor? Genau. Okay, wie war es für dich, das Opening zu machen? Das war super. Also ich finde es super, die Ehre hier zu haben, hier jetzt spielen zu dürfen und es hat wirklich Spaß gemacht. Die Leute sind langsam reingekommen, haben ja um 8 Uhr erst die Türen geöffnet und... War aber schnell voll eigentlich, war schnell, ne? Voll, es ging gleich das typische Hey, ho, los und so hat es ja Spaß gemacht auf jeden Fall. Okay, also wenn man jetzt nicht gerade auf der Nature One ist, wo sieht man dich denn sonst so noch? Eigentlich überall, wir sind ja mit der Top of the Clubs Tour von Kontor viel unterwegs. Ansonsten bin ich auch in Lorette Mar auch unterwegs, ja natürlich hauptsächlich in Hamburg im H1, ich weiß nicht, ob ihr das was klar sagt, mhm. Steve Angelo war da, Devilmania, Devilmania mittwochs, genau Samstags ja. Der Cream Club, da bin ich dann mit meinem Kollegen Hagen dann da und ja, also überwiegend halt in Hamburg, aber auch in ganz Deutschland. Also, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen möchte oder über dich ein bisschen was nachlesen möchte, zum Beispiel, wann du wo auflegst, macht man am besten wo? Das macht man folgendermaßen. Man trägt in den Browser ein www.jerome.dj. Also Jerome, J-E-R-O-M-E. Richtig. Okay. Was kommt als nächstes von dir raus, also jetzt neben der Hymne? Ja, ich habe immer viele Remixe oder viele Remix-Aufträge von Kontor und auf jeden Fall setze ich mich an die nächste Single auch demnächst und ja, letzte war die Don't Walk Away und ja, aber ich denke, da muss auf jeden Fall wieder was Neues hin. Alles klar, dann wünsche ich dir noch viel Spaß auf der Nature One. Morgen stehst du dann auch wieder auf der Bühne, denke ich mal, beim genau. Nature One Inc., ne? Als Nature One Inc. und ja, irgendwie kurz vor 2 mit dem Feuerwerk, da freue ich mich auch jetzt schon wieder drauf. Alles klar, viel Spaß. Alles klar, danke, ciao. Sunshine Life. Electronic Music Radio.